Über 100 Meter lang soll sie werden. Die große Lärmschutzwand aus Containern an den Dortmunder Westfalenhallen. Die soll die Anwohner vor dem Lärm eines muslimischen Festes zum Fastenmonat Ramadan schützen. Der Veranstalter bemüht sich um ein gutes Miteinander. Das heißt, wir haben hier einen Kleingartenverein, wir haben ein Seniorenheim. Und dass wir die Leute nicht abends belästigen. In den vergangenen Jahren besuchten rund 200.000 Besucher das Event zum täglichen Fastenbrechen. Das Fest geht vom Dienstag an fast einen Monat lang, jeden Abend von 18 bis 1 Uhr nachts. Es wird einfach nur ganz friedlich, leise eingekauft, gegessen und sich unterhalten, damit die Leute sich hier aufeinander zukommen können. Und solche Langzeitfeste mit Riesenmauer gehören dann wohl auch zu NRW. Auf der Straße in Dortmund sind die Menschen in Sachen Islam aber unterschiedlicher Meinung. Das gehört hier nicht hin. Weil wir dürfen da auch keine Kirchen aufbauen. Deswegen. Gerade mit den ganzen Arbeitern, die den Migrationshintergrund haben, die auch bewusst in den 60er, 70er nach NRW hergeholt worden sind, angeworben worden sind. Insofern gehört auch diese Religionsgemeinschaft mit dazu. Eine Genehmigung von der Stadt für das eingemauerte Islamfest in Dortmund gibt es aktuell noch nicht. Die gehört in NRW aber auch noch dazu.